Er wird für den Tod von 32 Menschen verantwortlich gemacht. Francesco Schettino, der Unglückskapitän des gesunkenen Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia. Der Chaos-Kapitän soll sich als einer der ersten in Sicherheit gebracht haben, noch vor seinen Passagieren. Doch Schettino wird nicht müde zu betonen, dass er nicht wie ein Feigling geflohen sei. Dabei ist er sich für keine Ausrede zu schade. In einem Interview erklärt er nun, das alles sei nicht so gewollt gewesen. Zitat: Das Schiff hatte Schlagseite. Hätte ich mich nicht ins Boot gerettet, ich wäre ins Wasser gefallen. Zuvor war Schettino schon einmal damit zitiert worden, er sei ins Boot gefallen. Nicht gerade glaubwürdiger wird Schettino durch die Aussage seiner Ex-Freundin Domenica Cemortan. Sie hatte vor kurzem heikle Details aus der Unglücksnacht enthüllt. Demnach soll der Italiener alles für seine Rettung aus der Luft organisiert und keine Minute gezögert haben, seine Crew und Passagiere im Stich zu lassen. Per Helikopter habe er vom sinkenden Schiff entkommen wollen.